Ja, willkommen zu einem weiteren Kurzupdate, was jetzt hier wieder mein Projekt 22 für meine kleine Orgel hier angeht. Es geht ein bisschen weiter. Wer genau hinguckt, sieht vielleicht auch schon, dass sich noch mehr Dinge getan haben, als dass da jetzt irgendwas mit Gehäuse passiert. Denn das ist hier noch nicht so weit. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gab, wie in jeder Branche heute sozusagen, gibt es auch bei mir Verzögerungen, die das Ganze nach hinten werfen. Aber ich habe trotzdem Kleinigkeiten schon weitergemacht, sozusagen an den inneren Qualitäten meiner kleinen Orgel. Und die möchte ich ganz kurz mal aufzeigen, was ist passiert schon auf dem Weg zum Projekt 22. Was deutlich sichtbar ist, denke ich, sieht man hier. Ich habe mir tatsächlich mal ein paar größere und bessere Lautsprecher gegönnt. Hier waren bisher so kleine 5 Zoll Speaker von Behringer aktiv und hier stehen jetzt im Prinzip die Adam Audio T7V. Also hier habe ich jetzt 7 Zoll Bassdurchmesser. Und das ist dann schon eine ganze Menge, die eigentlich auch, sage ich mal, jetzt einen Subwoofer fast schon überflüssig machen. Das ist die eine Neuerung, die hier passiert ist. Das heißt, mein Raumsound ist jetzt etwas differenzierter. Sie sind natürlich nicht lauter, weil dann würden sie mich ja totbrüllen hier, sondern ich habe sie einfach nur deswegen genommen, weil man jetzt in sämtlichen Lagen einfach besser den Sound durchhört. Das ist die eine Geschichte. Die zweite sind Änderungen hier in meinen Schubladen. Und dazu wechseln wir mal die Perspektive und Kamera. Ich drehe mich mal von dieser Kamera weg zur Seitenkamera hin. Ihr seht mich jetzt zwar nur vom Bauch an abwärts, aber es geht ja um die Schubladen. Das heißt, hier auf der linken Seite ist nicht mehr das alte Launchpad, sondern hier liegt jetzt bereits mein Launchpad Make 3 sozusagen, MK3, mit allen Funktionen aber, die das alte Launchpad auch hatte. Ich habe also quasi jetzt einfach dieses Launchpad als Hauptsteuerzentrale und es bietet mir hier eine Menge an Funktionen für Koppeln und Registergeschichten, die hier einfach dann gesteuert werden können. Man sieht, hier so leuchten noch zwei Knöpfchen da. Da sind einfach gerade zwei Koppeln aktiv und ich kann hier einfach alles dann wunderbar steuern. Warum ist jetzt aber das Launchpad von da drüben hierher gewandert? Ganz einfach, ich mache mal hier ein bisschen Platz, sonst seht ihr das nicht. Hier auf der anderen Seite in der Schublade haben wir jetzt Platz geschaffen für mein iPad. Man sieht es jetzt hier nicht so toll, müsste ich erstmal da reinfummeln. Da ist es. Da sieht man, da sind Hauptwerksteuerelemente drauf. Ich habe jetzt hier in dieser Schublade quasi ein permanentes Display, kommen wir wieder zu der Kamera, ein permanentes Display aktiv, auf dem ich quasi per Touch ja dann alles steuern kann. Das war schon lange ein Wunsch, dass ich quasi nicht immer und vielleicht auch später nicht mehr einen richtigen Monitor brauche, sondern hier quasi alles Notwendige steuern kann. Das ist die zweite Änderung. Das heißt, ich habe das alte Launchpad komplett rausgenommen aus dem Setup. Und was man im Prinzip dann auch sieht, der Monitor hier hinten ist deutlich kleiner geworden. Ich habe jetzt nur noch meinen kleinen 15 Zoll Monitor hier angebracht, weil ich einfach so ein bisschen das Ganze reduzieren möchte auf das Wesentliche. Und zwar ist das ja die Bedienung eigentlich hier über meine Register. Und das soll eigentlich im Vordergrund stehen. Und mit Hilfe dieses Launchpads kann ich ja auch meine Orgeln laden, die ich vorbereitet habe. Das ist also auch noch eine kleine Änderung. Und dann gibt es natürlich auch noch innere Qualitäten, die sich geändert haben, denn ja, ich habe es jetzt getan. Ich habe ein Upgrade gemacht, was Hauptwerk angeht. Es kam jetzt ja gerade Ende Januar die Meldung raus per E-Mail und überall auf den Blogs. Es ist jetzt tatsächlich wieder eine neue Version erschienen. Hauptwerk 7 ist erschienen. Ich war ja immer noch auf Hauptwerk 5 und so habe ich mir jetzt gesagt, nee, jetzt musst du auch mal was tun. Hauptwerk 5 ist jetzt 2 Generationen alt. Also habe ich gesagt, gut, ich wechsle jetzt auch und ich habe tatsächlich auf Hauptwerk 7 gewechselt. Man sieht das vielleicht ein bisschen, ich nehme mal die Kamera hier drüben und richte sie mal auf den Bildschirm. Da ist er, der kleine Bildschirm. Und wenn ich jetzt hier einfach mal meine Register abstoße kurz,
da ist auch noch was gesetzt. Und mal eben diese Orgel rausnehme. Dann sieht man es hier auf dem Monitor. Hier steht es jetzt. Hauptwerk 7 ist hier bereits jetzt installiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war tatsächlich mal eine Hauptwerk-Upgrade-Installation, die lief so gut durch wie eigentlich bisher noch nie. Ich habe einfach nur die neue Hauptwerk-Version geladen, habe auf Installieren geklickt. Er hat das alles installiert. Er hat dann am Ende, musste ich über iLog natürlich noch wieder meine Lizenz tauschen, weil da es ein Upgrade ist, was ich gemacht habe, muss ich die Lizenz für Hauptwerk 5 zurückgeben und dann kann ich die für Hauptwerk 7 aktivieren. Das war aber alles kein Problem und es war eine halbe Stunde tatsächlich erledigt. Und was ich beim Upgrade zu Hauptwerk 5 nicht hatte, weil das war ja der komplette Wechsel auch vom Lizenzierungsmodell damals von 4 auf 5, was jetzt aber funktioniert hat, ist, er hat wirklich alle Einstellungen übernommen. Ich musste nicht mal mein gemachtes Backup wieder einspielen. Also hier hat es tatsächlich funktioniert. Das ist eine Änderung. Und was ihr gerade am Anfang gehört habt, das war das Sample-Set der Walker-Orgel in Duisburg, aber mit komplett neuen Einstellungen. Ich habe komplett mein Hauptwerk nochmal neu konfiguriert. Das Schöne ist ja bei Hauptwerk, es gibt nicht nur das Hauptprogramm, was man starten kann, sondern Hauptwerk bietet ja hier auf dem Monitor auch alternative Konfigurationen an, die ich starten kann. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe eine alternative Konfiguration gestartet. Das Schöne ist, alle installierten Orgeln stehen zur Verfügung. Ich muss sie nur neu konfigurieren. Und das wollte ich auch. Denn mit Hauptwerk 7 wird auch die Mixerstruktur für die Advanced Version natürlich deutlicher und sichtbarer. Und ein Tipp für alle, die sich damit auseinandersetzen wollen. Es gibt ein wunderbares Video seit November letzten Jahres von Jerry Martin. Und der hat im Prinzip zum ersten Mal, und da muss ich auch sagen, habe auch ich noch sehr viel mitnehmen können, der hat zum ersten Mal wirklich anschaulich erklärt, wie der Hauptwerkmixer funktioniert. Und da habe ich noch so viele Ideen wieder mitgenommen, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich ausprobieren. Und ich habe dann tatsächlich das nach Jerrys Methode quasi neu konfiguriert. Und das habt ihr gerade gehört hier. Das war im Prinzip mein Duisburg Sample Set, was ich ja dry gekauft habe. Jetzt komplett neu konfiguriert mit den Erkenntnissen, die ich aus diesem Video gewonnen habe. Wenn da Interesse bestehen sollte, dass ihr dieses Umkonfigurieren auch live in Hauptwerk quasi mitkriegen könnt, dass ich euch das einmal erkläre, was ich da getan habe. Vielleicht, weil ihr des Englischen nicht so mächtig seid oder weil ihr keinen Bock habt, euch da auf Jerrys Video einzulassen, dann schreibt das ruhig unten in die Kommentare, dann mache ich da mal ein extra Video zu meinem jetzt neuen Mixer-Setup in Hauptwerk und wie das Verständnis quasi in Hauptwerk 7 auch überarbeitet worden ist. Das ist also erstmal alles, was innerlich sich hier schon getan hat an Upgrades für das Projekt 22. Jetzt bleibt natürlich immer noch die Frage, ja und was ist jetzt mit dem Gehäuseprojekt? Das läuft auch weiter. Wer hier mal so leicht neben den Bildschirm guckt, das sieht man hier vor allen Dingen in dieser Perspektive ganz gut, dann sieht man hier steht schon Holz. Ja, das sind schon die Holzlieferungen für mein Gehäuse. Ich nehme einen der Balken hier raus sozusagen. Das ist schon eines der Rahmenstücke im Prinzip, aus denen hier dann nachher seitlich mein Gehäuse erwachsen wird. Jetzt natürlich noch nicht auf Maß geschnitten, noch gar nichts. Aber es hat auch hier tatsächlich für dieses Holz sehr lange gedauert. Aufgrund eines kleinen Lieferfehlers des Holzlieferanten quasi. Die haben leider irgendwie einen zweiten Kunden meines Namens und haben dann meine Lieferung zuerst an den falschen Kunden geschickt. So hat dann insgesamt der ganze Lieferprozess für mein Holz fast 3 Wochen gedauert. Und jetzt bin ich froh, dass ich es hier habe. Und was ich immer gemacht habe, auch für dieses Registerholz sozusagen, das Holz steht jetzt hier auch schon ungefähr eine Woche rum. Denn ich möchte, dass es sich komplett auf meinen Raum hier akklimatisiert, bevor ich
es zu einem Gehäuse verarbeitet. Also das ist ein Teil, hier sind die Rahmenstücke schon. Und ich stelle es mal wieder weg. Ich habe auch hinter der Orgel schon die langen Stücke für den Deckel. Und ich habe auch hinter der Orgel schon eine Bodenplatte bereitstehen. Also jetzt ist eigentlich alles da. Das Einzige, worauf ich noch warte, ist ein letztes Werkzeugzubehör sozusagen, damit ich dann endlich auch loslegen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass ich mit den Holzarbeiten Ende Februar langsam beginnen kann. Und dann kann das Projekt 22 tatsächlich Fahrt aufnehmen. Aber jetzt genieße ich erst nochmal meine neue Klangkonfiguration von Hauptwerk 7 und den neuen Mixeranordnungen. Wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, wenn das nächste Update kommt. Hoffentlich dann schon mit Holzarbeiten. Aber wir werden es sehen. Also bis dahin, ich spiele mal weiter an der Toccata und Fuge und wünsche euch was. Ciao.